Und damit willkommen zu Paper Mario The Origami King, dem allerneuesten Paper Mario. Und es kam heute raus und deswegen startet es ab heute. Wenn ihr weitere Parts von diesem unglaublichen Spiel nicht verpassen wollt, was jeden zweiten Tag hier auf diesem Kanal hochkommt, sowie andere Projekte, dann abonniert doch diesen wunderschönen Kanal und aktiviert die Glocke, weil hier werdet ihr immer die neuesten Nintendo-Spiele am Release Day sehen und auch immer jeden zweiten Tag sofort ein Part davon und wir werden dort alles zu 100% spielen. Wir drücken jetzt einen Knopf, wir wollen nicht lange rumlabern. Ich glaube, ihr auch nicht und ich muss erstmal einen Charakter auswählen. Ich meine, Account, alles klar. Ich nehme natürlich meinen Hauptaccount und nicht X-A-T-O-Fuck. Also dann, let's go, time with the story. Könnt ihr natürlich auch ein Like da lassen. Das ist auch nichts Schlechtes. Und Glocke aktivieren natürlich. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall starten wir in Mario Kart. Ich dachte, ich hätte Paper Mario ausgewählt. Naja. Ist das nicht toll, Bruderherz? Endlich machen wir mal wieder einen Ausflug. Das Kart fährt wie von selbst und ich kann jetzt kaum erwarten, Prinzessin Peach zu sehen. Ist auch schon viel zu lange her. Und auf der Origami-Fest wird sicher super lustig. Eine einzige große Party. Juhu! Also erst spielen wir jetzt Mario Kart und danach spielen wir Mario Party? What the fuck? You serious? 60 Euro Verschwendung? Oh nein. Oh, sieht nice aus. I like that. Oh my god. Ich glaube, so eine große Welt in Paper Mario in der Anfangssequenz hat man noch nie gesehen. Da wären wir, Toad Town, und da ist auch Champions Palast. Aber wo sind alle hin? Das weiß keiner. Übrigens ist das natürlich auch blind. Also, wer hat's gedacht? Und da ist jetzt plötzlich Farbe? Paper Mario Color Splash? Wo sind denn alle? Sind wir etwa zu spät? Ja, zu früh, oder? Mario, sehen wir uns doch einmal die Einladung an. Wann sollten wir denn hier sein? Ja, das ist bei mir irgendwie immer so. Ich komme immer 20 Minuten zu spät, sag ich mal. Können auch manchmal 20 Stunden oder 20 Tage oder. Ach, scheiße. Ich komme jetzt zu spät. Naja. Ich lade euch herzlich zum Origami-Fest in Tortan ein. Es findet dieses Jahr am 6. des 0. statt, eure Peach. Informationsreicher als die Tabelle bei der Deutschen Bahn. Die Party soll also heute steigen. Denkst du, die stecken noch in den Vorbereitungen? Wollen wir es mal im Palast probieren? Vielleicht sind ja alle da drin. Alles klar. Let's go time. Können wir das Kart steuern? Please. Please. Nintendo. Es sieht so aus, aber ich kann es nicht steuern, Leute. Oh, das ist ein Loch. Nein, nicht daran, wo ihr gerade denkt. Ich gucke mich gerade nicht von hinten im Spiegel an. Und denk so, ist das hier ein Loch? Nein, das ist zum Glück nicht passiert. Ja, man sieht schon manche Secrets hier, wo man vielleicht hinkommen könnte, hingehen könnte. Übrigens läuft auch Paper Mario 1, aber das habe ich jetzt pausiert nach 27 Parts, weil, ja, ich möchte jetzt erstmal Paper Mario The Origami King spielen und ich hoffe, ich habe euch auch ein bisschen vorbereitet darauf. Wenn ihr das jetzt überhaupt gesehen habt. Oder? Habt ihr das gesehen? Ich weiß es nicht. Aber alle neuen Zuschauer, das bin ich. X-Edition. Lasst ein Like da. Super. Und dann wären wir der Pilzpalast. Ich packe nur noch schnell das Kart, ja? Ich möchte ungern Geld für den Parkservice ausgeben. Was? Digga, alles leer hier. Was macht Luigi? Packt direkt vor der Tür. Vor einem Palast, Alter. Das ist ja so, als würde ich in den Buckingham Palace scheißen. Aber okay. What the fuck? Okay, das sah jetzt gerade nicht so geil aus. Okay. Auch wenn das Papier war, sah das trotzdem ein bisschen scheiße aus. Aber okay, das ist Nintendo. So, mal ganz kurz 10 Euro gespart. Zahlt man ja immer nach 10 Minuten. Alles klar. Und wir starten mit 50 KP. Ah, okay. Wir können uns hier auch direkt die Items angucken. Und links unten sieht man die Münzen. Ich überprüfe jetzt erstmal ganz kurz alle Knöpfe. Ah, auf A springt man.
Das ist anscheinend... Ah, hier ist dann anscheinend das Inventar mit den Items, wichtigen Dingen. Boah, in meinem Leben gibt es keine wichtigen Dinge. Nicht Spaß. Zubehör. What the fuck? Okay, das werden höchstwahrscheinlich Items sein, die wir im Kampf einsetzen können oder so. Dann die Ausrüstung. Ah, nee, das werden die Dinge sein. Okay. Stiefel. Ganz normale Stiefel zum Springen auf noch ganz normale Gegner. Wow. Ernsthaft jetzt? Krass. Karte ist gesperrt. Und Info gibt es nicht. Ah, alles klar. Sonst gibt's... Ah, auf den Minus-Button können wir noch klicken. Hilfe, die Steuerung verstehen, das Spielfeld kennenlernen. Kämpfe meistern, hilf mir, Olivia. Ah, Olivia wird höchstwahrscheinlich dann die Helferin sein. Okay. Ja, und mehr gibt es nicht. Dann wollen wir doch mal rein. Okay. Oh, sieht nice aus. Irgendwie gruselig hier, oder? Warum sieht man irgendwo Toads? Ja, ist halt echt so, ne? Ist doch Mario und Luigi, da gibt's doch 20.000 Toads. Und zwar in einem Schloss. Mama mia, da habe ich doch glatt unsere Geschenke mit Card vergessen. Ich gehe es mal ganz schnell holen. Also die Luigi-Synchron-Stimme mache ich ganz gut. Das gefällt mir gar nicht. Hm, das sagen die Hater auch immer bei meinen Instagram-Posts. Wie soll ich denn jetzt nach draußen kommen, wie die Tür abgeschlossen ist? Durchs Fenster. Keine Sorge, Mario. Ich weiß genau, was man in solchen Situationen macht. Man fixt. Dein Spaß, Mario, wir finden. Ah! Dein Spaß. Ach, alles klar, Digga. Nun gut, ich werde einmal tief in die Hose greifen und meinen Schlüssel zu der Tür suchen. Würdest du es dann auch machen? Falls du Prinzessin Peach halt in einer guten Position hast? Nein? Okay, dann bis später. Okay, Luigi, das bereden wir dann nochmal. Aber okay. Ah, jetzt habe ich nochmal auf den Y-Button gekriegt. Okay, ich möchte da nicht nochmal draufklicken. Gut. Keine Musik spielt. Noch horrormäßiger als Luigi's Mansion. Obwohl der Anfang ganz chillig war. Auch Luigi's Mansion 3 gibt's auf meinem Kanal zu finden, aber... Ja, das wurde pausiert. Ah, Mario! What the fuck? Peach! Aber du siehst irgendwie anders aus. Wo sind deine Hände? Wie schön, dich zu sehen! Antworte mir eins! Liebst du mich? Ich meine, findest du nicht auch, dass das Königreich entfaltet und zu neuem Glanz erneut gefaltet werden sollte? Nö. Und die Toads? Sollte man sie nicht für alle Ewigkeiten zum Schweigen bringen? Ja. Ich verstehe. Letzte Frage. Wirst du von mir einknicken und wie ich neu geboren werden? Was? Nein. Falsche Antwort. Richtige Antwort. Es spielt keine Rolle. Alle deine Antworten sind dünn wie Papier. Boah, der war so flach, Alter. Lebe wohl. Ja, danke schön, du auch. Was? Sowas, ich dachte, das meinst du nicht? Als ob die Gegner so sprechen. Spektakulärer Auftritt von dir, nichts zu mecken an. Ja klar, ich habe nichts gemacht, sehr schön, ne? Bist du auch wegen des Origami-Fests hier? Ich finde es einladend, dass man uns hier im Verlies warten lässt. Ja, echt, ne? Ist anscheinend der Wartungsraum. Ist besser als beim Zahnarzt. Das könnte ich Bowser auch nicht gesehen, oder? Sieht ihm gar nicht ähnlich, uns hier einfach so hängen zu lassen. Nö, gar nicht, ne? Bah, Mario, du bist auch hier, ne? Oh Gott. Supi! Genau, das meinte ich jetzt. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von... ich meine, ich wollte immer schon mal gegen dich kämpfen. Das ist ja richtig doll aufregend. Heißt... Also diesen Satz müsste nochmal Nintendo Deutschland überarbeiten. Okay. Ich habe schon Prinzessin Peach gesehen und jetzt auch noch dich. Obwohl ich sagen muss, dass ich mir die Prinzessin anders vorgestellt habe. Irgendwie ist sie so fett geworden, aber nicht so geknickt. Oh nein! Kommt mit uns. Oh, fein. Was kommt als nächstes? Ich habe noch nie einen Toad gesehen. Das ist doch ein Toad, oder? Ja, klar, ne? Sind genauso nervig. Aber sind keine Toads. Keine Sorge. Du nicht. Ach, schade. Hoffentlich musst du nicht zu lange warten, Mario. Du wirst sicher auch mal einen Toad aus der Nähe sehen. Ja, echt, ne? Habe ich schon tausendmal gemacht. Habe ich schon tausendmal gesehen. Aber ernsthaft, das will ich echt mal machen. Da hast du echt recht. Mario entwickelt sich mal wieder zu Obi-Wan Kenobi. Mario, bist du das?
deine Hilfe. Ich bin an einem ganz merkwürdigen Ort. Warte, nicht in meiner Hose, oder? Hier ist es eng und dunkel. What the fuck, nein! So als wäre ich zwischen den Dimensionen gefangen. Was? Oh mein Gott, nein! Bitte nicht! Ist jetzt auch nicht unangenehm oder so. Was zum Fick? Jetzt will ich noch ganz gern wieder raus hier. Klar, hätte ich auch nichts gegen. Wenn du also so nett wärst. Ja, klar. Klar. Toll, da leuchtet da jetzt, ja, jetzt was. Ist es ein Faltkreis? Doch, nochmal ganz langsam, um sicher zu gehen. Leuchtet der Boden unter deinen Füßen? Achso, du bist ja meine Hose, ne? Ja, der leuchtet. Dann ist es ein Faltkreis. Und jetzt musst du nur noch herausfinden, was man damit macht. Faltarme. Okay. Gibt es aber einen Hammer? Ich dachte, ich hätte schon einen. Das wird nicht unter Items gespeichert oder was denn? Zubehör? Nee, Ausrüstung. Können wir den nicht benutzen? Klasse schlagen das Argument gegen alle einfachen Gegner. Also, nee, man kann das nicht anscheinend in der Overworld benutzen, oder? Nee, kann man nicht. Okay. Seltsam, aber okay. Ah, und da rechts kommen wir bestimmt gleich weiter. Faltarme. Okay, das sah jetzt etwas falsch aus, aber okay. Du hast es geschafft. Du bist die Macht. Du hast die Macht der legendären Faltarme entfesselt. Meinst du, du könntest sie einsetzen, um mich hier rauszuholen? Taste doch mal die Wand ab. Vielleicht findest du dabei etwas. Ich taste gleich was anderes ab. Wenn die Arme außer Kontrolle und nicht richtig zentriert sind, drücke er, um sie zurückzusetzen. Controller neigen, um die Faltarme zu bewegen. Mehr nach links. Ein kleines bisschen höher. Bam! Ach, das ist gar nicht Prinzessin Peach. Endlich! Befreit aus dieser entsetzlichen Inzwischenwelt! Ich meinte vorhin, zwar, sie wären ganz okay, aber das habe ich mir eigentlich nur eingeredet, um mich nicht in Panik zu geraten. Oh, das war nur diese Wand hier? Was ein Scheiß. Du bist Mario, ne? Nee, ich bin Luigi. Ich heiße Olivia und jetzt willst du sicher alles über mich wissen und warum ich da drin gefangen war. Also ja, ich frage schon das andere, ein oder andere Sache, Mädchen, aber ich möchte jetzt nicht alles über sie wissen, aber ja, die Größe von der Oberweite wäre halt nicht schlecht. Warte, war die beträgt 0 bei dir? Gut, da bin ich mal weg. Nein, Spaß. Nur haben wir im Moment leider gar keine Zeit dafür. Was? Nein. Lass uns einen Weg herausfinden, bevor wir noch Falten kriegen. Apropos Falten. Mir hat ja niemand für die Füße gefaltet. Schreckst du mich? What the fuck? Geh in meine... Ja, sie ist meine Hose. Hey, du hast ja schon einen Hammer. What the fuck? Okay, wenn wir schon so weit sind, dann... wie wird das denn in Part 20 oder so aussehen? Aber okay. Aber es macht gar nichts. Dann ist ja gut. Ich finde schon einen Platz. WTF. Außerdem Hammer ist ja quasi der Hammer. Ja. Drück doch mal B und benutze ihn und schwäng ihn und... Okay, der ist jetzt so hart, wirklich. Okay. Also, ich lasse das jetzt mal durchgehen. Ja, gut. Ah, die ersten Coins. Und da können wir ruhig durch. Ich glaube, ich habe da gerade eine ziemlich gute Idee. Lass uns da durchgehen, ne? Ich weiß nicht, ob meine Einfälle wirklich immer gut sind, aber ich teile sie auf jeden Fall gern mit dir. Ja, dann verstehen wir uns besser. Weil die Frauen haben ja immer die Geheimnisse, ne? Wenn du mal nicht weiter weißt, drück einfach X und ich werde mein Bestes geben, dir zu helfen. Bist du genauso unnötig wie dieser dumme Geist aus Skyward Sword? Wenn ja, dann verbrenne ich dich gleich in der rechts oben gezeichneten Kerze. Ich bin sicher, wir werden ein tolles Team. Nein. Auch wenn wir uns noch nicht lange kennen. Ja klar. Du bist ja neben meinem Hammer in meiner Hose. Dann müssen wir uns ja gut verstehen. Gut. Die Witze lasse ich mir mal... Jetzt für den nächsten Part offen, ja, aber das bin ich, liebe Freunde. Könnt ihr den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und weitere Parts nicht verpassen. Also gut, dann schauen wir mal, wo wir eigentlich sind. Ah, definitiv im Schlossverlies. Ich war zwar überhaupt nur einmal in einem Verlies, aber ich glaube, die riechen alle gleich muffig. Welches Verlies war das? Naja, ich hoffe, das war kein Hosenverlies wie ich. Okay, ich weiß schon mal den... Hey, Schluss damit!
Ah, Bowser. Du hast es auch hier drin geschafft. Jetzt reicht's mir aber. Das kennt ihr doch auch alle, oder? Jetzt reicht's mir aber. Naja. Okay, diese Kisten mit diesen schwarzen Rändern kann man, glaube ich, nicht zerstören. Also, so sieht's nämlich danach aus. Vielleicht kann man die verschieben oder so. Aber okay, dann wollen wir doch Bowser lange nicht mehr warten lassen und gehen dahin. Übrigens habe ich... Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? An Finger, wie kann man... Ich habe nur SCH gelesen und ich hoffe nicht, dass es so ist. Wisst ihr eigentlich, wer ich bin? Ich kann das nicht lesen so schnell. Ah! Ich weiß schon, was ihr da mit meinen Schergen vorhabt. Und das könnt ihr gleich mal knicken. Oh my god. Who's that? Sind das Shy Guys? What the fuck? Sie verwandeln sie in Origami höchstwahrscheinlich, oder? Nein, das war ein Tacker, oder? Nein, nicht wieder Gegenstände. Nein! Nintendo, warum? Leute, das war der Schrei aus NSMB Wii. Geil, Secret. Was hast du gesehen? Hoffentlich nichts Schlimmes. Das war der letzte. So, jetzt ist Mario dran. Ich möchte einmal einen Koopa sehen. Fehlt nur noch der mit dem Bart Adolf Hitler. Entschuldigung. Ich meinte Adolf Klempner. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das... Achso. Vielleicht reicht die Zeit, damit ich das kurz erkläre. Diese Gestalten da, die zwar einen geknickten Eindruck machen, nennt man Falschschergen. Ich möchte keine Panik auslösen, doch sie sind super gefährlich. Wir sollten versuchen, sie zu meiden. What the fuck? Ich hau den richtig auf ein Date. Was glaubst du, was sie damit eigentlich gemeint haben? Keine Ahnung. Du meinst schon, das war der... Achso, das! Also wenn, liebe Zuschauer, wenn ihr das nicht wisst, dann willkommen in der Grundschule. Hier seid ihr willkommen. Ich bin zwar nicht der Lehrer, aber ja, die Grundschule ist wahrscheinlich nur ein bisschen weiter von euch entfernt. Könnt ihr ruhig da hingehen? Da wird besserer Scheiß unterrichtet, anstatt wenn ihr in die 5. Klasse kommt, aber okay. Das war was eigentlich. Also wirklich, wenn der Helfer schon wieder so blöd ist, dann werde ich sie mal wieder auf dem Sklavenmarkt verkaufen. Aber okay, so weit sind wir noch nicht. Sie ist ja auch eine Frau und sie fühlt sich neben meinem Hammer sehr wohl. Deswegen, ja, lassen wir das einfach mal so stehen. Bowser! Mario, du bist auch hier! Warum fallst du noch häufig hier runter? Ich hole gleich was anderes runter. Selbst du weißt, dass man jemanden von königlichem Geblüt nicht so schändlich behandelt. Also was du schon alles gemacht hast, ist ja, das ist ein Witz. Königlich? Oh, schön, dich kennenzulernen. Sind in deinem Königreich alle Bewohner nur Gesichter? What the fuck? Der größte Diss aller Zeiten. Ich brauche einen Körpermann. Der ist nur gerade so unbequem und sich selbst gefaltet. So habe ich diesen geknickten Gestalten zu verdanken. Ich habe aber schon Schlimmeres erlebt. Aber das ist jetzt egal. Ich bin der größte König Bowser. Ich war lange sofort befreit und entfaltet zu werden. Übrigens kommt jetzt immer, also das werde ich dann schreiben, das wird dann immer montags, mittwochs, freitags und sonntags kommen. Um 20 Uhr kommt immer Paper Mario aus der Regal im King. Wie gesagt. So, Mario, lass jetzt nicht deine unverschämte Begleiterin links liegen und hol mich hier runter. Bowser, für 40 ist dir. Ich würde das gleiche doch auch für dich tun, du. Du hast mich genauso wie ich dich, gibst du? Das ist jetzt irgendwie so eine Batman-Joker-Mission, aber. Okay. Also, dann zieh ich dir ein Geheimnis, wenn ich frei bin. Ein guten Geheimnis kann man niemandem widerstehen. Boah. Warte, aber das hat was mit Peach zu tun. Na, Spaß. wie hole ich dich denn da runter? Achso, ich muss ziehen. Hey, jetzt lass mich hier nicht hängen, hol nicht runter. Ach, wenn's sein muss. What the fuck? Achso, man muss A gedrückt halten. Oh my goodness. Alles abgerissen. Tja. Ich dachte, ich halte mich einfach wieder auf. Ha, egal. Erstmal zum Geheimnis, das ich dir verraten wollte. Dieser Raum hat nur ein geheimen Ausgang. Ich habe gehört, wie sich diese Falznasen darüber unterhalten haben. Elende, faltige Nitznutze. Jetzt weile ich und suche den Ausgang. Und wenn du von hier entkommst, darfst du mich vielleicht sogar mitnehmen. Das ist ein geiles Accessoire. Ich verkaufe die auch. So, hier kann man... Ah, wieder so ein Faltdings.
Ja, liebe Freunde, aber im nächsten Part geht's dann hier bei den Faltarmen wieder weiter. Wenn euch dieser Part gefallen hat und ihr weiterhin nicht verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke und seid dann wieder am Sonntag um 20 Uhr dabei, wenn sie da heißt, Paper Mario.